Hallo Leute und herzlich willkommen bei Wikipedia. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, vielleicht was zum Trinken, was zum Handarbeiten. Und ich habe euch heute ein großes Paket mitgebracht. Ganz, ganz liebe Grüße an Katrinchen Kirschblüte. Sie haben mich nämlich auf die Idee gebracht. Ich habe bei ihr letztens ein Unboxing in ihrem Podcast gesehen, in ihrem Strick-Podcast. Und sie hat einfach mal gezeigt, was sie so bei ihrem Lieferanten bestellt. Und lustigerweise bin ich auf die Idee nie gekommen. Obwohl ich das total spannend finde, bei anderen Leuten mal zu gucken, was sie bestellen. Aber ich bin natürlich nie auf die Idee gekommen, zu zeigen, was ich denn so für unseren Shop ordere. Das wollen wir heute mal zusammen auspacken. Davor muss ich euch aber unbedingt ein großes, großes Danke aussprechen an die Strick-Podcasts aktuell. Ihr dreht ja wirklich durch. Es ist so cool zu sehen, was ihr gerade an Content bringt, was unsere Garne angeht. Ja, Katrinchen Kirschblüte hat ein Poncho gehäkelt in Blitzzeit. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber sie hat in kürzester Zeit geschafft, ein Unboxing zu machen, unsere Garne zu zeigen, ein Poncho zu filmen, den Fortschritt zwischendurch zu zeigen, eine Anleitung fertig zu machen, das hochzuladen. Ja, ich packe euch mal wieder alle Links in die Infobox. Schaut da gerne mal rein, der sieht wirklich, wirklich toll aus. Warte kurz. Genau, dann stelle ich das mal zur Seite, dann habe ich die Hände frei. Und sie hat ein Milano Max Tiramisu verarbeitet in Brauntönen und das sieht wirklich toll aus an ihr. Also ich habe ja auch schon geschrieben, eine irgendwie Leggings dazu, vielleicht eine enge schwarze Jeans und ab damit in den Club oder auf die Shoppingmeile. Also es sieht wirklich toll aus, richtig so ein schönes klassisches Design und einfach über irgendein Top drüber werfen, let's go. So ganz schnell, richtig schick, ist toll geworden, ja. Slice Maschen hat unsere Sockengarne ausprobiert. Sie hat auch schon Socken gestrickt, Biomerino und einen Modalverlauf. Hat euch auch gezeigt, wie das Ganze geht. Sie hat nämlich noch nie vorher damit gearbeitet und war total gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ja, hat sie auch alles hochgeladen. Lissy liebt Wolle. Sie hat auch ein paar Sachen ausprobiert, vor allem die Bio-Lines, also das Bändchengarn von uns und hat tatsächlich jetzt damit angefangen, ein Oberteil zu stricken. Sieht auch sehr cool aus, weil meistens nutzt man das dann eher so für Deko-Sachen, ne, oder vielleicht so Körbe, Utensilos und so ähnliche Sachen, aber sie strickt damit ein Oberteil. Ich habe ja auch mal einen Loop damit gemacht für Leo, ja, das war eigentlich auch mal schön, ja, habe ich tunesisch gehäkelt, war, ja, hat sich auch gut angefühlt. Ich bin mal gespannt, was daraus bei ihr wird und wie das dann aussehen wird. Und dann haben wir noch Maschenbilder, Silvia. Ich habe sie mal angeschrieben und habe sie mal gefragt, hast du nicht Lust, mal was zu unboxen? Und sie war total vorfreudig, gesagt, ja, auf jeden Fall. Und so hat dann auch eine Box von uns zu ihr gefunden. Und ja, ich konnte sie ein bisschen überraschen. Das hat echt Spaß gemacht, zuzugucken, wie sehr sie sich gefreut hat, was wir so reingelegt haben. Ja, es macht irgendwie Freude. Ja, Sachen zu verschenken macht echt Freude. Und vor allem, wenn da die Augen glitzern und die Leute schon Lust darauf haben, ein Projekt damit anzufangen. Und ja, schaut mal unbedingt rein. Danke auch an dieser Stelle. Also ihr habt wirklich alles so süße Unboxings gemacht. Und es ist... Ich komme gerade aus dem Gucken nicht raus und freue mich total, total darüber. Und ja, ihr packt aus. Ich stehe in der Werkstatt und werke vielleicht gerade an den Twinkles. Und es sind auch ganz viele neue Verläufe in der letzten Zeit entstanden. Also dadurch, dass ich auch Ideen habe, also wenn ich zum Beispiel jemandem Garn schicke, wenn jemand das nicht präzise äußern soll, sondern sagt, ja, guck mal, was zu mir passt, entstehen natürlich immer neue Verläufe, weil ich dann immer schaue, welche Farben mag denn derjenige, was hat er so für Projekte in der letzten Zeit gearbeitet. Da ist jetzt zum Beispiel Instagram richtig toll dafür, weil das ist ja so eine Art Fotoalbum wie Nadelgeklapper. Steffi von Nadelgeklapper auch sagt, dass er Instagram so eine Art Fotoalbum ist. Und da hat sie recht, das empfinde ich auch so. Und ich schaue da auch gerne rein, was so denn alle, denen ich folge, dann so basteln und werkeln. Und da kann man auch gucken, was dann derjenige an Farben mag. Und dann stelle ich natürlich auch einen neuen Verlauf damit zusammen. Oder vielleicht ein neues Twinkles oder so. Oder eine Kombi aus Einzelgarnen. Und da entstehen einfach immer neue Sachen. Macht richtig Freude. Und die muss ich ja in der nächsten Zeit fleißig noch in den Shop stellen, setzen. Da muss ich noch fleißig sein. Und da habt ihr auf jeden Fall ein paar neue Sachen zu gucken. Aber jetzt kommen wir mal zu dieser riesigen Kiste hier.
das passiert. Oh mein Gott, oh, ist die schön. Okay, die ist wirklich groß. Das passiert je nachdem so einmal im Monat oder alle paar Wochen. Das kommt natürlich drauf an, wie ihr so Nachschub braucht. Und das Tolle ist, manchmal ist so eine Box ja auch mal mehrere Wochen unterwegs, je nachdem, wie lange die Post braucht. In der letzten Zeit war es tatsächlich ein bisschen länger, weil die DHL auch mal gestreikt oder bei der Deutschen Post, ich weiß nicht. DHL, Deutsche Post. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob da eine strikte Trennung ist oder ob die stark zusammenhängen. Vielleicht arbeitet ja jemand bei DHL oder bei der Deutschen Post und kann mal genau sagen, wie das denn bei euch so verläuft. Ja, seid ihr jetzt alle eins? Arbeitet ihr jetzt alle zusammen? Oder ist Deutsche Post nochmal doch von der Zustellung getrennt mit DHL? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, mich noch aus Deutschlandzeiten erinnern zu können, dass es getrennt. Also ich meine mich zu erinnern, dass die DHL-Autos eigentlich auch Post ausgetragen haben. Also dass diejenigen, die Pakete bringen, auch die Briefe hatten. Aber ich weiß noch, es gab auch Postboten, die nur Briefe hatten. Also das hat mich dann immer ein bisschen verwirrt, dass die DHL-Leute irgendwie alles gemacht haben, aber die Postboten nur Briefe. Vielleicht kann mich da jemand ein Profi. Ja, klärt mich einfach mal auf. Wer arbeitet bei DHL oder Deutschen Post? Schreibt uns doch mal rein, wie ist denn das so? Auf jeden Fall habe ich dann letztens mitgekriegt, da wurde öfter mal gestreikt. Deswegen brauchen die Pakete manchmal richtig lange. Und das Schöne ist, man weiß dann manchmal nicht mal mehr, was man bestellt hat oder hat die Hälfte schon längst vergessen. Und so hat man dann immer ein bisschen Überraschung für sich. Also Pakete öffnen mag ich ja sehr. Ne? Also wenn ich könnte, ich glaube, ich würde mir wirklich jede Woche irgendwas von irgendeinem Lieblingshändler kommen lassen, weil ich einfach so gerne Sachen auspacke. Das ist schon immer schön. Also ich kann nachvollziehen, warum Strickpodcaster oder Vlogger sehr, sehr gerne Auspackvideos drehen, weil es einfach Spaß macht, etwas auszupacken. So. Und dann gucken wir mal zusammen rein. Ich hoffe, es klappt hier auf meinem Schoß. Ich hoffe, das fällt mich hier nicht runter. Und dann machen wir das mal so, dass ihr auch mal reingucken könnt. Oh, hier guckt mich schon die Rückstandsliste an. Okay, die packen wir mal zur Seite. Die brauchen wir ja jetzt gerade nicht. Aber wir gucken mal zusammen rein, was hier dabei ist. Okay, was habe ich denn Schönes bestellt. Das sieht hier nach einer neuen Knit Pro Tasche aus. Einem neuen Projekt Beutel. Naja, Beutel ist schon eine Tasche. Wartet mal, hier drin, ich glaube, ist noch so eine Art Broschüre. Zeig mal hier. Ich glaube, die haben. Ach, das liegt bei jeder Tasche bei, sehe ich gerade. Ah ja, interessant. Okay, also Knit Pro zeigt anscheinend. Oder legt anscheinend immer eine Broschüre bei. Ach, mit einer ganzen Übersicht, was es alles gibt. Aha, okay. Okay, also hier kann man dann reinschauen, was es alles gibt an Wristbag, also so eine Tasche, die man über den Arm hängt. Duffelbag, Totebag, Shoulderbag. Okay, und dann sind hier drüben, oh, ne, Doctorbag gibt es auch hier. Okay, ich wusste nicht, dass das eine Doctor Bag ist. Und dann gibt es noch Täschchen für Nadeln. Needle Cases. Okay. Snack Collection. Was haben wir denn eigentlich hier? Haben wir dich hier drin? Wie diese Kollektion heißt mit den Blümchen? Blümchen, Blümchen. Das ist die. Das ist Blumen. Ah, okay. Blümchen Blumen Collection. Okay, also das ist jetzt die hier. Auf jeden Fall könnt ihr dann hier durchblättern und schauen, was es nicht alles an. Und hier, ach, Doctor Bag. Doctor Bag. Mal gucken, ob ich sie jetzt dabei habe. Also ich habe ein paar Sachen bestellt. Ja, das sind mal die Needle Cases. Ah, okay. So könnte man dann die Nadeln anordnen. Ja. Also ich habe beim letzten Mal shoppen, habe ich mir gedacht, gucke ich mal rein, was es an neuen Sachen gibt. Ich hoffe, es ist heute alles dabei.
Ja, ein paar Sachen sind noch im Rückstand. Auf jeden Fall, dadurch, dass wir in der letzten Zeit doch so recht viel mit Haus und Co. beschäftigt waren. Also ich habe im letzten Jahr nicht so sehr darauf geachtet, was es Neues auf dem Markt gab. Aber ich habe mich tatsächlich überraschen lassen und war sehr erstaunt, dass Knit Pro was Neues auf den Markt gebracht hat. Und heute gucken wir zusammen rein. Ich bin nämlich selber gespannt. Auf jeden Fall gibt es neue Taschen. Ich freue mich. Sehr cool. Also neue Taschen gehen immer. Das müsste die Doctor Bag sein, oder? Das sieht doch nach der Doctor Bag. Doctor Bag, ja. Das ist die Doctor Bag. Okay. Ich nehme sie jetzt mal nicht aus den Netzen raus. Ich packe euch auf jeden Fall das alles nach und nach in den Shop. Und dort seht ihr dann auch die Bilder. Ich will die jetzt hier nicht direkt rausnehmen, weil die soll neu bleiben, wenn die jemand bestellt. Außer vielleicht eine. Mal gucken. Vielleicht packe ich eine mit euch aus. Okay. Das ist eine meiner Lieblingstaschen. Die sind von Prim. Das ist die Woodland. Oder Woodlands. Nee, ich glaube Woodland. Woodland? Nee, ich glaube ohne S. Die ist wirklich so schön. Da habe ich auch gerade ein Projekt drin. Das ist echt toll. Da habe ich den Community Tea Card drin und ist in Arbeit. Anleitung kommt, dauert aber ein bisschen. Ich brauche ein bisschen mehr Größe, bis ich ein schönes Vorschaubild machen kann. Aber ist in Arbeit, kommt. Okay, dann haben wir hier Tote Bag von der Snug Collection. Okay. Ja, gefällt mir auch. Komm, die packen wir jetzt mal. Oder welche? Oh, das ist alles von Snug. Snug. Ja, komm, die packen wir mal aus. Eine können wir mal auspacken. Können wir mal reingucken, wie sowas aussieht. Das finde ich vom Stil her, das gefällt mir sehr. Hat eine schöne Farbe, einen schön abgestimmten lila Ton, ein lila dunkel und lila hell. Und ich finde dieses Herringbone-Muster finde ich sehr schön. Also dieses Gewebte finde ich echt nice. Hier oben geht es auf mit so einem Magnetverschluss. Hier unten sind solche Metallknöpfe zum Abstellen der Tasche. Wie gesagt, hier geht es mit so einem Metallverschluss auf. Dann kann man reingucken, da gibt es ganz viel, wo man dann Sachen verstauen kann. Finde ich auch sehr praktisch, dass ich hier praktisch für kleinen Kram da was reinmachen könnt. Hier die ganzen Nadeln, ihr könnt zum Beispiel eure Häkelnadel, eure Stricknadeln, was auch immer reinmachen. Eine Schere, nochmal eine Hilfsnadel. Hier innen gibt es nochmal eine Innentasche, wo man dann vielleicht irgendwie sein Portemonnaie oder Handy für unterwegs mitnehmen kann. Ja, und dann für euer Projekt natürlich, ne? Also alles für die Projekte. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr, sehr, sehr. Hier an der Seite ist das so ein Filz. Ups. Also hier an der Seite ist es gefilzt. Wobei ich da sagen muss, das könnte eventuell ein Magnet für Tierhaare sein. Also wenn jemand Haustiere hat, immer nicht sicher. Oh, das fühlt sich aber toll an. Hier innen, oh, das fühlt sich richtig, richtig samtig an. Das ist wie Samt. Es fühlt sich richtig weich und schön. Haben die echt schön gemacht. Gefällt mir. Schönes Design. Ist echt toll. Jetzt packen wir das mal wieder zurück. Und hier liegt übrigens auch mal wieder so ein Mini-Katalog für Taschen bei. Also das haben sie überall bei den ganzen neuen Taschen überall beigelegt, dass man praktisch eine Übersicht hat. Was gibt's alles? Was kann man, was gibt's für Taschen? Und was kann man mit denen machen? Dass sie auch Beispiele gezeigt haben, reingemacht haben, wie das dann aussieht, wenn man die Tasche füllt, für was gedacht ist. Und das Schöne ist ja auch, wenn man sie nicht zu Handarbeiten benötigt, kann man das halt eben auch zum Shoppen nehmen, für die Schule nehmen, für Studium, was auch immer, zur Arbeit. Ideal. Das liebe ich auch, wenn man Sachen mehrfach verwenden kann. Genau, daran haben wir hier noch die Shoulder Bag. Auch von Snug, also das gleiche Design. Und das müsste die Wrist Bag sein, genau, um das hier um den Arm zu hängen. Also das gleiche. Nur hier, damit man stricken kann, nebenbei spazieren gehen kann. Warte mal, das zeige ich euch auch. Komm, wir nehmen das mal kurz raus. Dann zeige ich euch das mal. Finde ich auch sehr cool. Für Spaziergänge, für unterwegs. Ist nicht
abwarten können zu stricken. Auch sehr cool. Oder um schnell an seine Sachen zu kommen, damit halt links und rechts alles frei ist. Ja, so ist es gedacht. Man macht seinen Arm rein, hat da seine wichtigsten Sachen dabei und kann dann nebenher spazieren gehen und stricken. Sehr cool. Ja, ein schönes Design, echt toll. Auch hier sehr, sehr weich. Schönes, samtiges Gefühl, toll. Reißverschluss. Hier haben wir die Magnete. Guck mal. Ups. Also Magnete hier. Dann geht das auf und dann habt ihr hier einen Reißverschluss. Ja, und hier ganz viel Krimskrams drin, was man verstauen kann. Die macht sogar einen sehr stabilen Eindruck. Die wirkt sehr, sehr dick und stabil. Ja. Schön. Ja, schön, schön, schön. Viele Innentaschen zum Verstauen. Und hier noch ein Anhänger mit einem Knit Pro Logo drin. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ich sehe das in der Kamera nicht immer, ob sie fokussiert oder nicht. Dann haben wir hier noch eine größere Tasche, auch eine Shoulder Bag von der Bloom Collection. Auch sehr schön mit dem Blümchen. Dann, das müsste eine Doctor Bag wieder sein, ne? Oder? Ne, eine Duffel Bag. Eine Duffel Bag aus der Bloom Collection. Die habe ich mir reingepackt. Und nochmal eine Duffel Bag mit dem Herringbone Snug. Die Snug Collection. Ja. Also ihr seht, ich habe diesmal ganz viele neue Taschen in verschiedenen, wie nennt man das, Dimensionen reingelegt. Auf jeden Fall hier nochmal die Wrist Bag aus der Bloom Collection. Ich habe auf jeden Fall die reingepackt, die ich am schönsten fand. Genau, dann haben wir hier noch, das ist von Prime. Das ist die Merino, das Merino Design. Das holen wir mal kurz raus. Das mag ich auch sehr. Das ist ein Needle Case, also für Nadeln, eine Nadeltasche. Fand ich sehr, sehr schön. Die hatte ich noch nicht im Shop, deswegen wollte ich die unbedingt mit reinnehmen. Guck mal, hier draußen ist noch 30 Grad nicht bügeln, Wollwaschgang. Ah, das ist putzig. Ja, und die geht hier auch, die haben das auch mit Magnet verschlissen gemacht, finde ich auch sehr praktisch. Und jetzt kommt die Magic, pass auf. Tada! Cool, oder? Also ihr kennt es ja. Ihr kennt es ja schon auch von vielen anderen verschiedenen Nadeltaschen. Aber finde ich cool, wie so eine Harmonika. Ja, da kann man hier seine ganzen Nadeln, also vor allem für Rundstricknadeln natürlich ideal, ne? Da kann man die gut reinpacken und hat sie dann griffbereit, ob man das mit einem kurzen Seil oder langen Seil haben will. Aber man kann natürlich auch andere Nadeln reinmachen. Aber ideal ist es tatsächlich für Rundstricknadeln. Absolut cool. Und dann natürlich andere Sachen, also was man halt für Zubehör so braucht, hier rein. Und hier vorne ist noch ein Reißverschluss. Da kann man dann so Kleinkram wie zum Beispiel Maschenmarkierer oder so reinpacken, ne? Fühlt sich recht weich an, also es ist nicht steif, fühlt sich recht weich an und so vom Material her wie Baumwolle. Mal schauen, was sagt der Hersteller, was das haben soll. Und Stricknadelmappe. Steht nicht da. Haben wir hier drin nochmal eine Angabe? Hm. Welches Material du bist? Hier ist noch so ein Tisch, so ein Anti-Feuchtigkeits-Ding, Beutel. Nee, steht nicht da. Also ich würde jetzt sagen, das fühlt sich an so wie Baumwolle, würde ich jetzt sagen. Könnte aber auch ein Anteil vielleicht Poly sein. Ja, der Rand, das könnte irgendwie Polyamid oder so sein, damit es halt nochmal glatt. Und das ist glatter, ja. Das fühlt sich so ein bisschen nach Wasser abweisend an. Aber das hier
fühlt sich nach Baumwolle an. Mal gucken, ob ich da noch ein paar Infos rauskriege. Ich schreibe es euch auf jeden Fall in die Artikelbeschreibung. Wenn ihr im Shop seid, müsst ihr dann ein bisschen runterscrollen und da steht immer die Artikelbeschreibung. Ich sehe es gerade nicht. Da schreibe ich dann, wenn ich weiß, wenn der Hersteller Angaben macht, dann schreibe ich immer rein, aus welchem Material das ist. Nee, steht gerade nicht da. Okay, du kommst nochmal zurück in den Beutel, damit du gut erhalten bleibst. Mach ich mal wieder zu. Genau. Dann, da kam von Chiagu die T-Spin. Das sind die tunesischen Nadeln. Das ist da ein Set. Genau, mit tunesischen Nadeln und Seilen. Ist gerade auch für den Community-Tikal ein sehr schönes Set, falls man gerne tunesisch handarbeiten möchte. Da sind dann alle Nadeln dabei, die man braucht. Komm mal reingucken. Wenn ich euch schon sage, gucken wir mal rein. Dann seht ihr auch, was da so alles drin ist. Dann seht ihr das nicht nur von außen. So, schauen wir mal rein. Das kommt dann in so einem schönen weichen Täschchen mit einem Reißverschluss, dass das komplett drumherum geht. So. Also die Taschen von Chiagu sind nichts Besonderes. Das Besondere bei Chiagu sind immer die Nadeln selbst. Die machen nämlich grandiose Nadeln. Die Qualität ist bei denen richtig, richtig toll. Und schon ist es rausgefallen. Also die Seile, die Chiagu-Seile sind rausgefallen. Und das ist der Inhalt. Warte mal, ich muss noch ein bisschen drücken, dann kann ich das ein bisschen weiter aufmachen. Ja. Und das sind tunesische Häkelnadeln. Genau. Die kann man natürlich auch als normale Häkelnadeln verwenden, wenn man keinen Seil dran macht, aber wenn man das zusammen mit einem Seil, mit einem Kabel verbindet, kann man damit richtig große tunesische Projekte häkeln. Und das Schöne beim tunesischen Häkeln ist, das sieht ganz oft wie gestrickt aus. Also wer zum Beispiel nicht stricken mag, nur häkeln, für den ist tunesisches Häkeln so der Geheimtipp. So, dann gucken wir hier vorne nochmal rein. Hier vorne ist auch nochmal ein Reißverschluss. Da gucken wir auch nochmal rein. Da drin ist ein Nadelmaß und da ist ein Lineal dran für, wenn ihr eure Maschenproben ausmessen wollt. Und dann haben wir hier ein Täschchen mit Verbindungsstücken, mit Stoppern, Schlüsseln und so weiter. Also was man so alles braucht. Um die Kabel mit den Häkelnadeln zu verbinden, damit man richtig schöne große Projekte realisieren kann. So, dann haben wir hier noch ein paar größere Boxen drin. Und das, was ich euch zeigen wollte, was von Knit Pro sehr, sehr neu ist. Ich glaube, wir machen zuerst die großen Boxen, weil ich will mir das, was ich mit euch auch noch ausprobieren, mir anschauen will, zum Schluss aufheben. Okay, was haben wir hier noch für Mixboxen? Was haben wir hier drin? Das sind Maßbänder von Prim. Okay. Prim Maßbänder, die kommen in so einer Box. Jetzt ist hier ein Zettelchen rausgefallen. Bei Beanstandung bitte diesen Kontrollzettel einsenden. Ah ja. Okay. Und hier sind einfach nur Maßbänder drin. Ganz, ganz simple Maßbänder. Die wollte ich noch haben, weil die alten sind ausgelaufen. Ich hatte die alten von Gründel und aktuell bestellen wir da nicht. Wie das in Zukunft aussehen, weiß ich nicht, aber aktuell, aktuell haben wir alle Hände voll zu tun mit den Colors. Da schaffe ich gerade aktuell kein Gründel. Und dann haben wir hier Mixboxen. Da schauen wir jetzt mal rein. Warte mal, das muss ich mal abstellen. Moment. So. Oh Gott, die große Box. So, die stellen wir mal ab. Ich nehme jetzt noch einen Schluck. Und dann gucken wir mal rein, was hier in der Mixbox drin ist. Ach, schön. Oh, die habe ich auch. Seht ihr, das habe ich vergessen. Von Prim noch eine Nadeltasche.
Das ist das Design Nostalgia. Also die gleiche Nadeltasche, wie ich euch vorhin gezeigt habe, für die Rundstricknadeln mit dem Merino-Schäfchen, mit dem Merino-Schäfchen. Und Schäfchen, wenn ich Schäfchen höre, muss ich immer an Nadelspiel denken. Ja. Und dann sind hier noch ganz viele andere Sachen drin. Das sind die neuen Nadeln. Ja, darüber quatschen wir später. Das sind die neuen Nadeln von Knit Pro Mindful. Die sind dabei, freue ich mich drauf. Dann habe ich hier noch einen Reihenzähler, einen elektronischen. Dann habe ich hier, oh, die sind schön. Von Madeira habe ich neue Scheren bestellt, weil ich wollte nämlich zum Handarbeiten eine schöne Schere haben. Ja, schön. Dann habe ich von Thiago hier noch auswechselbare Nadelspitze. Ein paar einzelne T-Spin-Nadeln, die wir gerade eben schon hatten. Also tunesische Nadeln von Thiago. Zum Auswechseln, falls man einzelne braucht. Von Knit Pro habe ich noch die Symphonie. Die Holzstricknadeln zum Auswechseln in der kurzen Variante. Die sind nachgekommen. Das haben wir hier. Oh ja, das sind die neuen Seile. Entschuldigung. Ja, das sind die neuen Seile oder Kabel von Knit Pro. Okay, wo wir jetzt sie da haben, reden wir mal drüber. Also, die sind wohl letztes Jahr schon auf den Markt gekommen. Vielleicht sogar früher. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt mitbekommen. Knit Pro hat es wohl mitbekommen und hat wohl zugehört, dass viele Leute gesagt haben, eure Nadeln und eure Seile sind von der Qualität schlechter geworden. Weil ich kann mich noch an den Anfang erinnern, da waren sie wirklich noch gut. Also ganz, ganz am Anfang, als ich Knit Pro entdeckt habe, waren sie echt gut. Und die haben dann nach und nach nachgelassen. Also die Übergänge wurden nicht gut. Es hat sich, ich habe ganz oft von euch gehört, dass sich Sachen gelöst haben, dass irgendwie bei Carbons die Nadelspitzen oder so gelöst haben. Und ich weiß ja selber auch, also ich kriege ja selber mit, die Übergänge waren einfach nicht schön. Aber Knit Pro hat wohl mitbekommen, dass neuerdings Thiago auf dem Markt ist und das kann und die Übergänge perfekt kann. Und da haben sie gedacht, da müssen wir mal was machen. Und was ich jetzt mitbekommen habe, es gibt wohl die neuen Mindful Nadeln und auch neue Mindful Seile. Und die Seile, die neuen Seile, sollen wohl sehr an Thiago erinnern und die Übergänge sollen auch richtig gut sein. Deswegen habe ich das jetzt bestellt, weil ich das unbedingt testen wollte. Und wir machen das jetzt mal. Genau. Obwohl, wartet mal, genau. Die einzelne Verpackung mache ich jetzt mal nicht auf, weil die zerstören wir jetzt nämlich. Die ist hier zu. Die machen wir jetzt nämlich kaputt. Ich habe aber noch ein Set bestellt. Ich habe ein Set mit auswechselbaren... Da gucken wir jetzt mal rein. Wartet, das habe ich... Ich sehe gerade da unten, es ist unten da. Da gucken wir jetzt zusammen rein und probieren das jetzt aus und gucken uns das jetzt an, ob sie tatsächlich besser geworden sind. Das wäre nämlich genial. Es würde mich so freuen, wenn Knit Pro nachzieht, weil Knit Pro ist natürlich viel günstiger als Thiago. Und wenn sie tatsächlich ihre Qualität verbessern würden, das wäre ja genial, weil man könnte ja beim Shoppen Geld sparen. Das ist ja das, was wir alle wollen, weil wir wollen ja Geld sparen, damit wir mehr einkaufen können. Und dazu noch kommt zu den auswechselbaren, kam noch dazu Rundstricknadeln, auch von Mindful. Ja, und ich brauche unbedingt die Größe 2 mm. Das ist jetzt 2,25. Ich brauche unbedingt 2 mm. Ich habe nämlich ein Mosaikprojekt vor. Chris möchte nämlich einen Schal gestrickt haben. Und das möchte ich unbedingt auf den neuen Knit Pro Nadeln ausprobieren, damit ich euch berichten kann, wie sie sind. So, jetzt gucken wir uns mal das neue Set an. Und probieren jetzt mal die Übergänge aus. Also, ich habe hier mehrere Sets. Wir gucken mal gleich in alle rein. Hier ist ein Believe. Hier ist ein Gratitude. Und hier ist eine The Mindful Collection. Müssen wir mal gucken, wo
wo denn die auswechselbaren waren. Ich glaube, es ist... Was haben wir denn schön? Gratitude Set. Ja, das ist es. Das müsste es sein. Gratitude Set. Da gucken wir mal rein. Ich finde es auch wirklich schön. Ich habe schon ja online gesehen, wie die Bilder aussehen. Ne? Also das Design, muss ich sagen, ist ja echt schön. Ne? Also ich mache ja ungefähr im letzten halben Jahr mache ich ja mal wieder fleißiger Yoga, damit ich mich auch mehr bewege, weil als Handarbeiter bewegt man sich meist recht wenig. Und das passt ja so zum Yoga-Mindset, ne? Zum sich beruhigen, zu sich finden, zur inneren Ruhe kommen. Also das Design haben sie wirklich toll gewählt. Oh, guck mal hier, ist noch ein Anhänger. Ja, das... Da haben sie sich schon was einfallen lassen, muss man schon sagen. So, wenn man das aufmacht, sieht das so aus. Wenn das Täschchen hier wegnimmt, da haben wir hier die ganzen Nadeln. Also haben sie schon schön gemacht. Ich mache das hier mal eben gerade. Fühlt sich sehr nach Jute an. Ja. Oder Leinen. Ja, könnte auch Leinen sein. Okay, also es geht von 3 mm bis 12 mm insgesamt. Und ich meine, es hat alles den gleichen Übergang. Also sie haben hier, ja, also die kleinste und die größte Nadel hat den gleichen Übergang zu den Seilen. Also sie haben hier keine speziellen Größen gemacht wie bei Chiagu. Chiagu hat ja drei verschiedene Größen, Mini, S und L. Und je nachdem, welche Nadelgröße man hat, ob man jetzt zum Beispiel mit 1 mm, mit 3 mm oder irgendwie mit 8 mm Nadeln arbeitet, je nachdem muss man dann auch ein anderes Seil nehmen. Mini für die ganz kleinen, S für Mitte und L für die großen. Und Knit Pro hat hier wohl nur ein Seil gewählt, was ich ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht finde. Und hier drin im Täschchen, warte mal, ich zeige euch das mal, bevor ich das rausnehme, dann könnt ihr auch mal mit reingucken. So sieht es im Täschchen aus. Was ich tatsächlich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, dass es nur ein Seil gibt, weil manchmal, ich weiß, ihr kommt manchmal bei Chiagu durcheinander, gerade wenn jemand ganz, ganz neu ist. Ich glaube, das versteht man dann nicht sofort, dass es diese drei verschiedenen Größen gibt. Und das Problem ist, Chiagu bezeichnet ja M als, also Mini als M. Und für viele Leute ist ja die Reihenfolge SML. Das ist ja so, wie wir das gelernt haben. Small, Medium, Large. Aber bei denen ist Mini das Kleinste. Also zuerst M, Mini, dann kommt S und dann kommt L. Und da kommen viele durcheinander oder viele, die ganz, ganz neu bei Chiagu sind, wissen auch gar nicht, dass es diese drei Größen gibt und bestellen dann einfach irgendein Seil und wundern sich dann, passt nicht, muss ich nochmal neu bestellen. Von daher, das ist an sich als Überlegung echt gut, dass es nur einen Übergang gibt. Und dann haben wir hier noch ein Nadelmaß. Ach, das ist echt schön. Guckt euch das mal bitte an, wie schön die das gemacht haben. Fühlt sich übrigens sehr, sehr stabil an. Bei Chiagu sind die ja recht dünn, die Nadelmaße. Also man kann sie so zerbiegen oder zerbrechen. Das fühlt sich sehr stabil an. Ist auch richtig dick. Ne? Also ist sehr, sehr stabil. Aber hier gibt es kein Lineal dran. Also zum Bemessen eurer Maschenprobe braucht ihr dann halt wieder extra Sachen. So, dann haben wir hier noch ein Innentäschchen. Ein Täschchen im Täschchen. Und hier drin ist nochmal ein... Es hört nicht auf, hier drin ist auch nochmal ein Täschchen. Hier ist nochmal so ein Knopfverschluss, Druckknopf. Und hier drin sind... Ach, das sind Endstopper. Ach, süß. Guckt euch das mal an. Das sind... Ich gehe kaputt. Das sind Endstopper. Ach, ist das süß. Na?
Also das ist doch putzig, oder? Sind die Enten, die sind wirklich süß. Die sind schön. Okay, die Endstücke. Was haben wir hier noch drin? Ah ja, dann haben wir den Schlüssel zum Festziehen. Den Schlüssel haben sie hier mit so einer Kugel gemacht. Und noch Kabelverbindungsstücke, also um praktisch die Seile zu verlängern. Ja, Kupplung. Die sind auch noch da drin in dem Minitäschchen. Haben wir sonst noch was? Also insgesamt 4 Kabelschlüssel. Also 4 von diesen kleinen. Die sehen so ein bisschen aus wie beim Schlagzeug. Also nicht fürs Schlagzeug, sondern für diese Trommeln. Oh Gott, wie heißt das? Ja, nicht die richtigen Schlagstöcke, aber mit diesen großen. Ups. Die Musiker unter euch werden sich auskennen. Die großen Schlagzeugstöcke mit den runden Teilen. Okay. Und dann haben wir hier noch drin Wollnadeln zum Vernähen. Und ganz viele Maschenmarkierer. Wie kann ich euch das zeigen, ohne dass das alles rund? Oh mein Gott, da sind so viele Maschenmarkierer hier drin. Okay, mal gucken, wie kann ich euch das zeigen? So viele Maschenmarkierer sind da drin. Ja, ich hoffe, ihr seht es. Ganz, ganz viele. Also welche dabei, die komplett rund sind. Und welche dabei, die ihr vom Häkeln kennt, wo man dann das Ganze auch, wo man eine Masche halt speziell auch markieren kann. Wisst ihr, was ich meine? Dann sind hier welche dabei, die man so reinsliden kann, also die an der Seite offen sind. Die sind auch dabei. Also richtig viele. Dann gibt es hier noch ein Set mit ganz vielen kleinen, Mann, also so viel, das wahnsinnig viele, ganz, ganz viele kleine Maschenmarkierer, auch runde, einfach runde. Wahnsinn. Gelbe, sehe ich noch was? Ja, noch ganz viele große. Die haben sich hier kurzerhand gelöst. Warte mal, ich mache mal kurz zu. Ja, ganz viele große, runde Maschenmarkierer. Nicht schlecht. Ja, ist viel Zubehör dabei. Ist echt viel Zubehör dabei. Jetzt packe ich das jetzt rein. Jetzt nehme ich mir ein Seil. So, machen wir mal hier ein Seil raus. Es fühlt sich wirklich wie Chiagu an. Also die sind ein bisschen dünner. Aber von der Art her ist das, fühlt sich genau wie Chiagu an. Also wie das Internet schon gesagt hat, dass sie diesen Metallkern drin haben und sich nicht ineinander verdrehen können. Es fühlt sich genauso an. Es fühlt sich echt wie Chiagu an. Also die sind ein bisschen, ihr seht das vielleicht, die haben ein bisschen, die haben ein paar so Druckstellen. Also ja, vielleicht kommt es daher, weil sie ein bisschen dünner sind. Weil die Chiagu-Seile sind dicker. Also es kann sein, dass sie da ein bisschen Material eingespart haben. Und jetzt Trommelwirbel. Trommelwirbel. Ich bin jetzt echt gespannt auf die Übergänge. So, welche Größe nehmen wir denn? Die meisten arbeiten, sagen wir mal, mit 3,5. Haben wir hier 3,5? Nee, das ist 3,25. 3,5. Oder vielleicht sogar mit 3. Und wir verbinden jetzt diese Nadeln mit diesen Übergängen und ich bin sehr gespannt, ob Knit Pro sein Wort hält. Die Nadeln fühlen sich übrigens toll an. Sehr schön. Ist angenehm. Fühlen sich sehr gut an. Ja, was soll ich sagen? Es ist schön. Es ist schön, qualitatives Knit Pro in der Hand zu haben. Sie haben es geschafft. Sie haben schöne Übergänge drin. Oh, ich freue mich. Hey, schön, Fortschritt. Oh, toll. Guckt euch das an. Ich hoffe, ihr erkennt das in mir. Die Übergänge sehen wirklich toll aus und die fühlen sich wirklich schön an. Hey.
Oh, das ist doch toll, oder? Schön. Oh, die Nadeln fühlen sich auch wirklich gut an. Die Spitzen sehen schön aus. Die sehen wirklich gut aus. Die sehen gut aus. Tut auch nicht weh, wenn man drauf tippt. Also die sind nicht zu sharp, nicht zu spitz. Schön. Ich freue mich aufs Ausprobieren, echt. Schön. Toll. Lass mich mal kurz noch die großen in die Hand nehmen. Mal gucken, ob die leicht sind. Ja, die sind leicht. Die sind hohl. Hohl und leicht, ja. Die sind nicht gebürstet. Die fühlen sich fast genauso wie Chiago an. Sie sind nicht gebürstet. Ich habe noch aus Erinnerung die Adi-Nadeln. Die sind gebürstet. Die mag ich gar nicht in der Hand haben. Das fühlt sich und hört sich an wie Kreide. Aber die von Knit Pro. Schön. Ach Leute, ich freue mich so sehr. Okay, pass auf. Wir machen Folgendes. Wenn ich das in den Shop einpflege, ich werde auf jeden Fall in dem Titel bei Knit Pro in den Titel reinschreiben, welche Kabel die bessere Qualität haben. Also es wird im Titel auf jeden Fall sowas stehen wie bessere Qualität oder neue Übergänge oder also irgendwas. Ich werde das auf jeden Fall markieren, wenn ihr reinschaut, dass ihr wisst, welches sind noch die alten Knit Pro Sachen mit den alten Übergängen und welche Knit Pro Sachen sind nach dem Update hier mit der besseren Qualität. Also toll. Ich hoffe, das ist jetzt keine Saisongeschichte. Ich hoffe wirklich nicht, dass Knit Pro sich gedacht hat, ach, machen wir mal ein paar Limited Editions und im nächsten Jahr ist alles wieder raus. Ich bitte Knit Pro, tut mir den Gefallen, bleibt dabei. Wirklich, wir Stricker sind bereit. Wir sind wirklich bereit, Geld auszugeben, um Freude an unseren Handarbeiten zu haben. Ich verstehe, dass wenn man frisch anfängt und nicht weiß, ob man dabei bleibt, dass man natürlich keine 100 oder 200 € für ein Set ausgeben möchte, um es einfach auszutesten. Das verstehe ich absolut. Aber dafür gibt es ja wirklich ganz günstige Seile oder man bestellt sich wirklich nur eine Rundstricknadel, eine feste und dann ist gut. Und die kostet ja jetzt auch nicht so viel. Zum Ausprobieren, ob es einem halt stricken liegt oder nicht. Bitte, bitte, Knit Pro, bitte bleibt bei der neuen Qualität. Wir brauchen das. Wirklich, wir Stricker, das ist für uns ein Lebensinhalt. Wir geben Geld aus für gutes Werkzeug. Das tun wir wirklich, weil es halt einfach unser Lebenselixier ist. Das tut einfach unfassbar gut und wir brauchen gute Qualität, damit es unseren Händen gut geht, damit unsere Arbeit toll wird, damit wir Spaß an unserer Handarbeit haben und nicht gegen Nadeln kämpfen müssen. Wir brauchen sowas. Bitte nehmt es nicht vom Markt. Bitte nicht. Ja, was soll ich sagen? Ja. Also auf den ersten Blick, ich bin begeistert. Ich finde es absolut toll. Jetzt muss ich das hier mal zurück. Genau, hier war die Tasche. Wieder zurückpacken. Ich bin begeistert. Knit Pro, danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr das geändert habt. Wirklich Wahnsinn. Vor allem in so einem schönen Design. Es ist so schön. Ah, es ist so schön. Ja, einziger Nachteil, das habe ich vorher schon geguckt. Einziger Nachteil, weil ja Knit Pro nur einen Übergang gemacht hat bei den ganz kleinen Nadelgrößen. Sind die Seile zu dick. Deswegen, wo habe ich das jetzt hin? Deswegen, wenn man unter 3 mm braucht zum Arbeiten, müsst ihr die Rundstricknadeln mit einem festen Seil bestellen. Da haben sie keine austauschbare Möglichkeit gemacht. Knit Pro, denkt dran, vielleicht führt ihr dann noch mal eine S-Größe ein oder eine Mini-Größe oder was auch immer für die ganz, ganz kleinen Nadeln. Also ich liebe das bei Chiagu. Ich arbeite sehr gerne mit 2 mm. Ich arbeite gerne mit unseren Colors in vierfacher Stärke und bei vierfach brauche ich 2 mm, egal ob für Socken oder für Pulli oder was auch immer. Ich arbeite sehr gerne mit 2 mm, vielleicht auch mal 2,25. Guckt mal, dass ihr da vielleicht auch noch mal auswechselbare Kabel, Seile, wie auch immer nehmt. Ja, also wenn ihr auch die ganz schlanken
Nadeln braucht, braucht ihr dann diese hier. Das werde ich testen. Ich sage euch auf jeden Fall Bescheid, ich mache euch dann einen neuen Vlog und zeige euch dann, woran ich arbeite und werde dann noch meinen Senf dazu geben, ob ich die Nadeln gut finde oder nicht. Perfekt. Wir haben aber noch, wir haben noch was. Wir haben noch was. Wir haben noch nicht in die beiden reingeguckt, da schauen wir mal rein. Da habe ich jetzt hier ein Project Bag von Mindful. Oh, das kann ich jetzt nicht auspacken. Okay. Das ist jetzt echt in Papier von Knit Pro eingepackt. Das möchte ich nicht zerstören, aber die haben auch hier eine Art Katalog reingelegt, ein Mindful-Katalog. Und da gucken wir mal kurz rein. Ah ja, dann zeigen sie nochmal alle Nadeln und die Rundstricknadel, also die neuen Mindful-Nadeln. Genau, das sind die neuen Nadelspiele. Jackenstricknadeln. Ach ja, genau, da ist die Übersicht von den Sets. Ist auch sehr schön. Haben wir hier die Tasche? Oh, hier sind die Taschen. Hier sind die Mindful-Taschen. Und meine, die ich bestellt habe, müsste hier da oben die sein. Das müsste die sein. Ja, wie gesagt, die kann ich jetzt gerade nicht auspacken, weil ich möchte definitiv das Papier nicht zerstören. Weil wenn es jemand bestellt, soll er das ruhig in neu bekommen, nicht in Benutz. Deswegen lassen wir das mal zu. Aber wir gucken noch hier rein. Das müsste das Nadelspielset sein. Lass mal gucken, was sagt hier der Zettel. Belief. Oh nein, das sind auch die auswechselbaren. Das heißt, das Nadelspiel wird wahrscheinlich im Rückstand sein. Wird dann später kommen. So sieht's aus. Gut, halt mal fest. Hab's jetzt gelernt, festhalten. So sieht's aus, wenn man es aufmacht. Da ist noch ein Täschchen drin. Und das ist Größe 3 bis 6. Ja, das sind so die gängigen. Ich denke mal, das wird so für die meisten reichen, wenn ihr nicht mit Bulky Yarns, also nicht mit ganz dicken Garnen arbeitet. 3 bis 6. Das müsste... Ach, ein schönes Design, oder? Ist es nicht toll? Ich finde das total schön. Und dann hier ein Täschchen drin. Ach, die Farbe, also dieses Surf Green oder Ocean Green, das ist so... So eine schöne Farbe, ja. Und hier drin die passenden Seile oder Kabel dazu. Ja, wie Chiagu, nur halt ein bisschen dünner. Dann wieder das feste Nadelmaß. Und hier drin ist mal wieder ein Reißverschluss im Täschchen drin. Und hier, das kennen wir ja, da werden die Stopper, die Schlüssel und die... Stopper, Schlüssel, was hatten wir noch? Verbindungsstücke, die Konnektoren. Und hier drin ist mal wieder Wollnadeln und die Maschenmarkierer. Ja. Ja, wieder das volle Programm. Genau, alles drin. Also selbst in dem kleinen Set habt ihr das ganze extra Zubehör ebenfalls dabei. So, dann könnt ihr dann eure Seile ganz groß machen, falls ihr irgendwie eine riesige Decke arbeitet. Dann könnt ihr dann mit den zwei Kopplungen, könnt ihr dann auch 2 Meter Decken arbeiten oder was auch immer. Ja, das passt sehr gut. Ja. Es hat sich gelohnt. Ich freue mich total. So macht Konkurrenz Spaß, dass die Hersteller wirklich daran arbeiten, sich zu verbessern, finde ich gut. Aber ich muss auch sagen, war lange überfällig. Also da hat uns Knit Pro wirklich sehr, sehr lange darauf warten lassen. Und hat es lange sich angeschaut, was Chiagu da treibt. Und die Preise bei Chiagu sind ja teilweise wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Preiserhöhungen hatten wir jetzt schon? 5, 6, 7? Gut, kam natürlich, ihr wisst ja, die Geschichte mit den 2 Jahren dazwischen, wo alles teurer wurde. Ja, und das letzte Päckchen. Gucken wir uns die letzte Mixbox an.
schauen, was ich da habe, weil jetzt ab dem Zeitpunkt weiß ich tatsächlich nicht mehr, was ich noch bestellt habe. Also es ist eigentlich alles da. Ich weiß nicht, was da jetzt noch mit dabei ist, was noch im Shop fehlt. Aber da gucken wir mal rein. So. Spannung. Aha, also das ist von all den Größen einfach nochmal mehr, okay. Ja, das sind die ganzen Mindful-Kabel. Ich habe auch nochmal die Kabel bestellt, die sich auch um 360 Grad um sich selbst drehen können. Ja, das sind sie, genau, Swivel, das sind sie. Ich habe es euch ja schon mal von Chiagu gezeigt, die Swift 360, die sich um sich selbst drehen können, damit sich die Nadel nicht verdrehen kann, weil die Nadel sich praktisch um sich selbst dreht, wie bei ursprünglich Haya Haya. Und die hat KnitPro auch und die Kabel haben sie mir jetzt beigelegt. Genau, hier hinten seht ihr noch ein Bild, dass sich das um sich selber dreht. Ja, da habe ich alle möglichen Größen bestellt. Hier haben wir 40 cm. Da haben wir 80 cm. Also ich zeige euch mal kurz den Inhalt. Alle möglichen Größen hier drin. Denkt dran, ich schreibe euch auf jeden Fall in den Shop rein, welche Kabel die sind mit der besseren Qualität von der... Danke. Danke, KnitPro, dass ihr zugehört habt. Hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Was haben wir hier? Oh, das ist noch von Chiagu, die... Gripperherzen, damit man die Nadeln gut greifen kann. Das sind die noch die Konnektoren für Chiagu. Genau, was haben wir hier noch? Auch noch Connectors. Das sind die Chiagu-Kabel. Das sind die Mini, das sind die ganz dünnen. Das meinte ich vorhin mit diesen drei verschiedenen Größen. Also die Minis könnt ihr dann zum Beispiel auch für 2 mm nehmen. Genau, die sind noch dabei. Okay, was haben wir hier noch? Die Ohrhaken sind da. Okay. Das wollte ich auch noch reinnehmen, damit ihr, wenn ihr Häkelohrringe macht oder Perlenohrringe, dass ihr noch Ohrhänge habt. Das müsste in Silberqualität sein. Lass mich mal gucken. Nickelfrei. Ohrhaken platiniert. In which quality ist es denn platiniert? Gute Frage. Gut, muss ich mich da auch nochmal schlau machen, was genau das für ein Material ist. Ich schreibe es euch auf jeden Fall in die Artikelbeschreibung rein. Ich weiß aber nicht, wenn das Video online geht, weiß ich nicht, ob ich alles schon im Shop drin habe. Wenn nicht, habt bitte mit mir ein bisschen Geduld. Alles braucht seine Zeit, damit es gut und schön ist. Ja. Okay, also hätten wir das. Fertig. Die Box ist leer. So sieht's aus. Und jetzt kommen wir zu den Süßigkeiten, zum leckeren Teil des Vlogs. Ich habe nämlich für euch ein Giveaway. Das Giveaway ist vom Partner Medienverlag. Und die haben ein Magazin oder eine Zeitschrift, die nennt sich Bobble und Lace. Und ich möchte euch heute 3 Ausgaben davon schenken. Die passen nämlich perfekt zu der Zeit, die kommen. Es wird jetzt nämlich warm und die haben ganz, ganz viele tolle Modelle drin, die warm sind. Die arbeiten mit bekannten Autoren. Ich habe diese Magazine vor einer Ewigkeit bekommen. Also ich hatte vor Jahren mit euch dieses Giveaway vor. Aber wie ihr uns ja kennt, wir reisen ja extrem viel durch die Lande. Was heißt reisen? Wir reisen eigentlich nicht, sondern wir ziehen gleich um. Und es hat zu dem Zeitpunkt, als wir damals das geplant hatten, als ich damals schenken wollte, ja, sind wir natürlich, wir haben das ausgemacht und 2 Wochen später saßen wir dann schon praktisch im Auto und der LKW war mit unseren Sachen unterwegs. Es war ein bisschen unglücklich, also das Giveaway war geplant, ich konnte es nicht machen. Und es ist einfach verloren gegangen. Ich habe diese Zeitschrift nicht mehr gefunden. Und ich glaube, ich habe dann sogar nochmal nachgefragt, ob mir die nochmal zugeschickt werden können. Und ich glaube, es hat sich irgendwie, der Text hat sich verlaufen. Also wir haben uns da nicht wiedergefunden irgendwie. Es kann auch sein, dass die Mails alle im Spam gelandet sind, wie auch immer. Es war bei uns alles Hals über Kopf.
Ja, und ich habe jetzt natürlich beim Einräumen in unsere Schränke diese Magazine wiedergefunden. Und da dachte ich doch mal, ich mache jetzt mal die Verlosung. Kommt zwar ein bisschen spät, verzeiht mir lieber, ja, Partnerverlag, aber ich mache es jetzt. Also das ist nicht gesponsert, ich wurde dafür nicht bezahlt. Ich wollte damals einfach ein schönes Giveaway für euch haben und wurde angeschrieben von der Zeitschrift. Eigentlich wurde ich sogar tatsächlich angeschrieben, weil das Lustige ist, also die Zeitschrift finanziert sich auch durch Werbung. Da drin seht ihr ja öfter Händler, die Werbung für sich machen. Also ihr werdet es dann, wenn ihr durchblättert, werdet das dann öfter sehen. Und ich wurde eigentlich angeschrieben, ob ich denn auch Werbung in dem Magazin machen möchte. Und da habe ich gesagt, nee, eigentlich gerade nicht. Wir sind gut ausgelastet. Aber was ich machen kann, ich kann gerne euer Magazin vorstellen und ich hätte es halt gerne als Gegenleistung, dass ich ein paar gratis bekomme und sie an euch verschenke. Das war der Deal. Also es ist jetzt keine bezahlte Kooperation, sondern es ist einfach im Gespräch so entstanden. Und ich wollte keine Werbung machen, aber hab gesagt, schickt es mir mal trotzdem zu und ich mache einfach ein Giveaway und ich möchte euch unbedingt mal ein paar Modelle zeigen. Es ist echt toll. Also allein schon das Titelbild könnt ihr mal drauf schauen. Es ist wirklich sind sehr schöne Modelle drin und ihr werdet sehen, also wenn ihr selber blättert, werdet ihr immer wieder Autoren finden, die ihr schon kennt. Zum Beispiel wie Morben Design. Ja, das wird euch auf jeden Fall auffallen. Es sind immer schöne Sachen drin. Erklärung. Hier zum Beispiel ist eine Seite über Wollarten, also welche Wollart nimmt man wozu oder was ist es? Es sind immer mal schöne Sachen drin. Also, dass man auch sein Wissen erweitern kann, was ist so da drin, wozu ist es da. Und ich zeige euch mal ein paar Modelle, die ich besonders schön finde. Ja, für Farbverläufe zum Beispiel hier. Wie zeigen wir das am besten so, ne? Stulpen für Hände und für Beine und für Farbverläufe eignet sich das natürlich ideal, zum Beispiel für unsere Socks. Sowas ist toll mit schönen Mustern. Wobei das jetzt nicht ganz so sommerig ist. Es sind aber am meisten sind tatsächlich sehr Gutwetterprojekte drin. Hier ist zum Beispiel ein Tuch von Morben Design dabei. Ein sehr, sehr schönes Tuch. Und ihr bekommt natürlich die Anleitung hier mitgeliefert. Steht dann zum Beispiel da über die Autorin ein paar Infos, Schwierigkeitsgrad, wie viel, also welches Material verwendet wird, welche Lauflänge hier zum Beispiel 1000 Meter, welche Häkelnadel ihr braucht, 3,5 mm, wie groß es wird. Das Tuch wird zum Beispiel 180 mal 80 cm groß und es wird dann halt alles nochmal erklärt, kurz gefasst und dann zum Beispiel, wie macht man Reliefstäbchen vorne, wie macht man Reliefstäbchen hinten und so weiter. Also es ist schon gut gemacht. Hier zum Beispiel eine sehr schöne Deko-Variante. Das ist auch sehr toll. Also ein sehr, sehr schönes Deko-Projekt. Sieht wirklich toll aus. Es ist, weil bei manchen Magazinen hat man so ein bisschen das Gefühl, die sind in der alten Zeit stehen geblieben. Die haben noch nicht mitbekommen, dass sich die Handarbeitsszene stark verändert hat, dass man einfach nicht mehr die gleichen Sachen wie früher macht. Also nicht einfach nur irgendwelche Deckchen oder Kissen oder wie auch immer, wie man das vor Jahrzehnten gemacht hat, sondern es hat sich wirklich schon sehr stark verändert. Und ich finde, die Zeitschrift greift das sehr gut auf. Und man sieht es auch wiedergespiegelt. Das ist auch zum Beispiel eine sehr schöne Stola. Mega schönes Projekt. Und sie kombinieren auch Häkeln und Stricken. Das finde ich halt auch toll. Also, dass man nicht nur auf einem basiert ist, also nur auf Häkeln und nur auf Stricken, sondern dass einfach beide Sachen drin sind, dass für alle etwas dabei ist. Und es sind auch wirklich viele, viele, viele Modelle drin. Und ich bin mir ziemlich sicher, egal welche Ausgabe ihr habt, es ist auf jeden Fall für jemanden was, für jeden Geschmack was dabei. Also ich zeige euch nur die Sachen, die ich besonders schön finde. Ich will jetzt nicht alles durchblättern, aber ich bin mir ziemlich sicher, es ist für jemanden. Das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Tuch. Mega hübsch. Ja. Infinito 3.0 ist es. Ja, das vielleicht, weil Katrinchen das auch vor kurzem angesprochen hat, ein Bolero. Ist das nicht schön?
Ja, und halt speziell natürlich für Farbverlaufsgarnliebhaber. Also perfekt auch für unsere Garne, weil wir natürlich auch Farbverläufe herstellen, ob mit Merino oder Baumwolle oder Modal. Modal ist natürlich wirklich ein Träumchen. Halt alles dabei. Das ist übrigens die Ausgabe Nummer 34. Merkt euch mal die Zahlen. Das braucht ihr fürs Giveaway. Ich lege das mal hier hin. Auf Ausgabe 34. Dann machen wir hier mal weiter mit der 25. Übrigens, die Zeitschrift findet ihr natürlich bei eurem Zeitschriftenhändler oder im nächsten Kiosk oder wo auch immer. Und ihr könnt sie natürlich auch online bestellen. Wartet mal, ich gebe euch kurz den Kontakt, wo ihr das online bestellen könnt. Es ist der partnermedienverlag.de. Also wenn ihr eine Ausgabe haben wollt, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber ich meine, man kann auch alte Ausgaben bestellen, wenn man möchte. Und ihr kriegt auch online eine Übersicht. Also partnermedienverlag.de. Schaut doch mal gerne rein. Und das ist die Nummer 25. Und hier zeige ich euch auch mal schöne Modelle, die ich sehr mag. Schaut mal, hier ist wieder Morben Design dabei. Was für eine Überraschung. Also sie macht auch wirklich wunderschöne Tücher. Ne? Das ist ja auch echt Wahnsinn. Ich mag Morben Design sehr, muss ich sagen. Ich müsste eigentlich mal wirklich ein Tuch von ihr nacharbeiten. Auch wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich nicht vorankomme mit meinen Sachen. Auch sehr schön. Mega schön. Das ist von Veronika Huck. Kennt ihr? Veronika Huck kennt bestimmt auch viele. Das ist auch mal was ganz anderes. Bisschen mit dickem Garn. Sehr, sehr schön. Hier mal was Schmuckmäßiges. Mal was anderes. Sehr cool. Mal wieder Deko. Also ich mache selten solche Sachen selber, aber ich finde das total schön. Ich finde sowas super, super schön. Ich könnte mir das Haus damit vollstellen. Das ist echt schön. Ich komme halt einfach noch nicht dazu, aber ich finde es toll. Das hier ist das Liebesknotentuch. Habe ich übrigens auch eine Videoanleitung dazu. Kann ich euch mal gerne verlinken. Das ist ein Tuch, das geht zum Beispiel immer. Das habe ich sogar früher verkauft, im Auftrag. Ich habe das im Auftrag gehäkelt, weil das viele Männer für ihre Frauen dann bestellt haben, dann zum Beispiel zum Hochzeitstag oder so. Das ist auch ein sehr schönes Tuch, guck mal. Das würde sich mit dem Farbverlauf auch mega schön zusammen ergeben. Ja, Nummer 25. Und dann gucken wir uns Nummer 24 an. Da ist allein schon auch das Titelbild, finde ich toll, dass auch mal eine etwas ältere Frau dabei ist. Dass nicht nur junge Frauen drauf sind, sondern dass es auch vollkommen okay ist, wenn man graue Haare hat, dass es nichts Schlimmes ist. Ja, hier. Also eigentlich gleich auch das Modell ist schon sehr schick. Gefällt mir sehr. Ideal für Farbverläufe. Hier habt ihr mal diesmal eine Übersicht. Also hier hat man gleich eine Übersicht. Finde ich auch gut. Könnte man eigentlich gleich einführen, dass man am Anfang auch gleich sieht, was einem im Heft erwartet. Finde ich gut. Solltet ihr wieder machen. Also bei den älteren Nummern habe ich gesehen, wurde wieder rausgenommen. Finde ich gut. So eine Übersicht. Hier, das Top zum Beispiel also. Mit der wunderschönen Frau. Guck mal, ist das hübsch oder ist das hübsch? Das ist doch mega cool. Ja, mal ein ganz simpler Kissenbezug. Auch schön. Super easy, schnell gemacht und man hat ein sehr schönes Teil hier, ein Tuch. Wie heißt du denn? Tuch mit Lochmusterkante. Von wem bist du denn? Steht nicht da. Okay. Das ist auch sehr schön. Guck mal hier, ups, zeige ich euch das. So. Auch nice. Sehr schön. Gibt es noch mal ein bisschen größer? Ah ja, hier. Oh, das muss ich euch irgendwie von da zeigen. Ja. Sehr schönes Tuch. Mit Farbverläufen. Perfekt. Das ist von Monk Woll & Beanies. Kennen wir doch auch. Das ist auch ein sehr schönes Tuch. Sind anscheinend nicht immer Autoren dabei. Die stehen nicht immer da. Hier ist eine sehr coole Jacke dabei. Die mag ich auch sehr.
Du bist Jacke Sunshine. Und die Autorin ist Nicole von Häkeln mit Nick hier. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Ja, schön. Und hier hinten hat man noch ein paar Grundlagen dabei. Also hier hinten gibt es noch ein bisschen Tutorials zum was geht wie. So die Grundlagen, dass sie nochmal mit Bildern erklärt werden. Oh, das Rock. Sprich ein Lullaby aus. Oh, das ist schön. Guckt euch das an. I like it very much. Nice. Schön. Kann man als Rock tragen? Kann man als über, also ja, ein Wrap zum drüberhängen? Schön. Oder als eine Art Schlauchding, ist cool. Also hier auch mit dem Knopf. Nice. Schön. Das ist von, wer bist du denn? Autorin. Alina Dalihau, Elfenträume. Das Label Elfenträume wurde geboren. Sehr schön. Das ist ein Elfentraum, definitiv. Ja. Das sieht sehr schön aus, ja. Und hier nochmal das Jäckchen vom Anfang, das ich gezeigt habe. Ja, auch sehr cool. Ja, merkt euch einfach, welche Zeitschrift euch am besten gefällt. Also nochmal, ups. 34, das ist die hier. Dann hatten wir die 25. Und die 24. Merkt euch die Nummer. Schreibt mir, wenn ihr teilnehmen wollt, schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video, welche Nummer ihr wollt. Wir losen dann aus. Und zwar, ihr könnt teilnehmen bis zum 15. Mai. Weltweit, ihr könnt weltweit wohnen, aber ihr solltet mindestens 18 Jahre alt sein. Ich schreibe euch nochmal alles in die Infobox für die Teilnahme. Bis zum 15. könnt ihr teilnehmen. Schreibt einfach einen Kommentar unter dieses Video. Wenn ihr gewinnt, wenn wir euch dann auslosen, aber erst dann, nicht jetzt, brauche ich dann eine Info von euch, wie ich euch kontaktieren kann. Ich kann leider über YouTube keine privaten Nachrichten verschicken. Und damit ich euch das schicken kann, wenn ihr gewinnen solltet, brauche ich entweder eine E-Mail-Adresse oder einen Kontakt von euch, wie ihr auf Twitter heißt, auf Facebook heißt oder auf Instagram heißt. Irgendeine andere Kontaktmöglichkeit. Das müsst ihr mir dann über die YouTube-Kommentare mitteilen, damit ich euch eines dieser Zeitschriften zuschicken kann. Verlosung mache ich dann entweder in einem Video oder einem Short. Ich weiß noch nicht genau, auf jeden Fall auf diesem Kanal verlose ich das. Ihr seht es auf jeden Fall. Und dann könnt ihr mir dann Bescheid geben, wie ich euch kontaktieren kann und wohin es gehen kann. Und ja, hat mir Spaß gemacht, mit euch zu quasseln und mal was anzuboxen. Es war auf jeden Fall spannender als für mich alleine, das auszupacken und zu kontrollieren. Das war mal echt cool. Danke nochmal an KnitPro. Danke schön, dass ihr an uns gedacht habt. Das ist sehr gut. Das belebt das Geschäft und es ist schön, dass es Neuerungen gibt. Ich guck mal, ich meine, von Mindful gibt es noch mehr. Ich habe gesehen, es gibt auch verschiedene noch Sets und Nadeln. Ich guck mal rein, was wir da noch bestellen können. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr bestimmte Dinge sehen wollt, wenn euch etwas im Shop an Zubehör fehlt oder was auch immer, lasst mich gerne wissen. Schreibt es mir in die Kommentare, damit ich das ergänzen kann. Habe ich was vergessen? Bestimmt, wie immer. Ihr kennt ja meinen Spruch. Auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr so ein Video mögt, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Ich freue mich immer über einen Kommentar. Lasst mir gerne ein Abo da, damit ihr kein Video verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.